Oh, Rassistisch. Jens, Du da bist wird sehr ein oft Abbruch. rassistisch gegenüber mir. Das ist kein Rassismus, das ist Notwehr. Das ist. What the fuck? So siehst du das also in deinem armen kranken Hirn. Mein Hirn ist nicht kranker als Raphael Sanz, also. Aber arm, anscheinend. Da hat er nicht widersprochen. Armen Gehirnzellen. Hör raus. Ja. Man kann doch nicht meine Vollkasko ab. Tsunami-Welle. Wart ihr immer noch? Nö, ich hab gerade Haftbomben ins Wasser geworfen und Tsunami-Wellen gemacht. Oh, also kann ich euch jetzt joinen? Ja. Oh, geil. Nein, kann ich nicht. Ich auch nicht. Paul. Doch, kannst du. Nein, ich kann bei euch nicht das anklicken, das joinen. Ja, dann joinen uns einfach. Das geht doch nicht. Ja, ich kann doch auch nichts dran ändern. Ja, dann geht mal Jens, wo bist du? Ich hab ne Idee, das frage ich mich bei dir auch gerade, Richard. Ich auch. Warte, ich starte einfach das nächste Rennen. Genau, der Richard startet jetzt einfach das nächste Rennen und lädt uns ein. Ich mach Richard nicht sind auf demselben Server. Voll der Shit. Aua. Trevor, es geht gerade gegen einen Stein geklatscht. Trevor. Warum macht Trevor denn sowas? Weil es Spaß macht. Habe ich unnötig ein Auto gekauft. Nein, ich wollte schon mal einen Jeep haben. Ich weiß nicht, ich will die Autos. Irgendwann verkloppe ich sie alle und kaufe einen Sportwagen. Ja. Da würde ich lieber auf den Sportwagen sparen. Und mir den zusätzlich kaufen. Weil du machst damit herbe Verluste. Oder ich klaue einfach Autos. Dann muss ich mir keins kaufen. Richard? Ja? Hast du schon einen Job gemacht? Aufgenommen? 3 Kilometer. Okay. Hm. Ach, nee. Ich bin gerade gestorben. Ich bin auf die Schnellstraße gerannt. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Ja. Wie sagt meine Mutter immer so schön, geh auf die A6 spielen. Ja, deine Mutter ist schon liebenswert. Vor allem zu ihrem volljährigen Sohn. Geh mal spielen. Zu mir ist die genauso nett, keine Sorge. Deine Mutter oder deine? Bastis Mutter. Ich meine, seine Mutter, seine Mutter ist auch nicht. Ja, meine sowieso, aber ich dachte, das weiß er. Deine ist auch nicht nett zu mir. Ja, natürlich nicht. Wer ist denn schon noch nett zu Basti? Oh, good God, I'm so sorry. Ab und zu. Ja, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Aber lieber schlechter Tag. Was ist das für eine Aussage? Dass du halt, dass das besser wenigstens nur am schlechten Tag als an gar keinen Tag nicht. Ja, wie soll ich denn gar keinen Tag haben? Nein, besser an schlechten Tagen nett zu mir sein, als an gar keinen Tagen nett zu mir sein. So. Ich hab gedacht, meinst du, dass ich gar keinen Tag habe, also... naja. Taglang nicht existiere. Ja. Spawn fail. Ja, diese Dinger sind massiv. Oh, Richard hat mich eingeladen. Richard? Ja. Lad mich auch mal ein. Hab ich schon. Jo. Landrennen. Es lädt. Geil. Jetzt kam es erst an bei mir. Ja, ich möchte bitte teilnehmen. Bitte. Richard, ja. Jetzt hat der Social Club gecheckt, dass der Richard mir eine Einladung geschickt hat. Ja, bei mir kam es auch erst jetzt. Ich mag gar kein Radio, auch wenn ich es eh nicht höre. Ich habe Radio mittlerweile komplett ausgemacht. Es geht fit auf die Nüsse geht. Was ist denn jetzt passiert? Oh, Slip Fehler 3. Also ich bin bereit. Ich nicht. Oh nein, Richard. Kompaktwagen. Ja. Oh, das wird schwer.
Wir können natürlich auch auf Motorräder wechseln. Oh, lass mich mal die Karte angucken. Ja, bitte. Okay. Bitte Motorräder. Ich spiele jetzt mal. Ja. Also ich bin bereit. Basti ist ja eh schon wieder rausgeflogen. Nein, das war... Paul, das sind alle Level 53, was denn da los? Das, Paul, das war diese Slip-Datei, das will ich ja am Wochenende bei Marius beheben. Achso. Ach, so. Ach so, also dann starten wir jetzt einfach. Also wir gehen alle am Freitag zu Marius, oder wie hab ich das... Ich hab davon nichts mitbekommen, ne? Ich hab auch ehrlich gesagt nur das mitbekommen, was in der Gruppe geschrieben wurde. Ja, mehr wurde auch nichts gesagt. Ich weiß auch nicht von mehr. Also, doch. Es ist anscheinend so, dass der Basti, dass der Marius, jetzt ein Grillen organisiert hat oder ein Essen gehen. Nein, falsches Motorrad. Oh, fickt euch doch. Als Einstand, weil, wegen Basti. Ob ernsthaft, jetzt habe ich dieses Drecksmotorrad. Ob es als Einstand ist, hast du jetzt einen Roller oder was? Nein, irgend so ein Standardding, ich wollte meins wieder nehmen. Weil diese Zeit ist ja hier irgendwie nicht vorhanden. Oh, der Jens! Aber Jens ist doch sowieso egal, du musst ja nur mit der Klasse reden. Ja, aber... Ja, mit dem anderen wäre ich halt nicht schneller gewesen. Okay, so wie die zwei fahren, habe ich hier leichtes Spiel. Eben, warum machst du echt bei den beiden Gedanken? Richard, bist du einfach synchron? Oh, es geht nach da oben weiter. Hä? The fuck? Ich spiele jetzt Mountain Blade. Aber der felsfesten Überzeugung, ich müsste da abbiegen. Kann man da rein? Aua! Ich glaube, der Jens hat denselben Felsen gefunden wie ich. Nein, ich hab den Baum gefunden, glaube ich. Ich bin durch. Also, das ja, gekommen. Das wissen wir. Dass du durch bist, das ist nichts Neues. Hast du nur dagegen gefahren? Nee, ganz knapp an einem Strommast vorbeigeschrammt. Oh, das geht auch. Wie viele Runden sind denn das? Ja. Der Host hat keine Ahnung, das ist doch... Shit! Ah, Paul! Aha. Das sind zwei. Ja, es sind zwei. Achso, das ist so ein Battle, das ist ja mal schwul. Ja sicher, Jens, ja sicher! Also mit dem Tor, der macht die Strecke schon viel mehr Spaß als mit dem Kompaktwagen. Deswegen habe ich gesagt. Motorräder. Das gefällt dem Jens wieder. Ja. Durchaus, durchaus. Wie wird man sich die ganze Zeit ein faires Battle und den zweiten Platz? Und dann schiebt der einen gegen den Zivilisten. Ey. Ja. Bleibt der Scheiß ja fair. Wo kommen wir hin, wenn alles fair ist, gell? Mal, vor allen Dingen in GTA. Eben. Aber hier ist da oben, wo wir lang gefahren sind, da zerrst du das Haus vom Hügel runter. Ja. Ja. Das stimmt. Der Richard gerade ernsthaft ein Rennen gewonnen? Du bist Dritter. Juhu, nicht Letzter. Yay! So. Ich bin tot. Nehmen wir jetzt eins hier aus der Auswahl, oder? Der Richard. Das ist so feierlich, ey. Gefällt mir. I like this. Nehmen wir halt das. Richard hat entschieden. Ja. Richard ist Host, Richard hat entschieden. Oh. So, erstmal.
erstmal einen Schluck trinken. Mhm. Scheiß Alkoholiker. Ich trinke eine klare Flüssigkeit. Wodka. Wodka. Ja, eigentlich ja Wasser. Aber Wodka. Ist doch dasselbe. Mhm. Oh, Richard, Fahrräder. Es gibt nur Fahrräder. Warum wählst du dann das aus? Keine Ahnung, da geht's auch manchmal ein Torrad. Das stimmt allerdings. Ah ja, von mir aus. Wir können los. Kann man nochmal schnell fahren mit dem Motorrad? Chaos. Acht. Acht, okay. Weil der hat immer so einen grenzdebilen Blick, wenn wir hier. Zum Glück starte ich nicht mit dem Gesicht im Busch oder so. Nee. Zum Glück hast du kein Rennrad ausgewählt. Richard? Da Fug? Ich bin aber auch ein Stück nach vorne gerollt. Wie kann man nochmal schneller fahren hier? Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Hä, da auch mit 8 oder was? Oh! Oh, 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 oh. Leute, redet mal mit mir. Ich weiß es nicht, ich drück 8 und der duckt sich wie beim. Ich möchte hier runterfallen! Na, na, na. Gratwanderung, Gratwanderung. So. Fahr dann jetzt auch mal wieder mit. Ja, ihr fahrt alle schneller als ich. Ich bin hinter dir. Ich drück ja, halt aber einfach 8 und dann duckt er sich. Ich weiß nicht, ob es schneller ist, aber diese, es gibt so eine Schnellerfahren-Taste. Ja, ich beim Fahrrad. Aber ich weiß nicht, ist eine Steuerung ja. Oder sowas. Nee, Steuerung ist nach hinten lehnen. Ah. Und bei der Playstation ist es schneller die. Ja, das hab ich gerade probiert. Ich auch. Ist auch jetzt Windows geflogen? Nee, alles in der Kontrolle. Na, bei mir wollte er Feststelltaste aktivieren. Bei W. Was? Ich hab hier wiederholt W gedrückt, deswegen. Jens, du musst Caps Lock gedrückt halten. Caps Lock gedrückt halten? Ja. Da kann ich nicht mehr lenken. Doch. Nicht? Mal schon. Wie soll ich denn gedrückt halten? Mit dem kleinen Finger. Oder du nimmst einfach zwei Hände. Also Fahrradrennen sind schon lustig. Sind schon radelnd. Oh du! Jens, you don't say. Doch, hab ich aber. Ich werde wieder letzter. Das ist nicht mehr schön. Also Richard und Marius habe ich das letzte Mal abgezogen. Ja, weil du rausgeflogen bist und dann nicht gewonnen hast. Wahrscheinlich, oder? Okay, er ist wieder abgeschmiert. Sicher, dass es Caps Lock ist. Nein, ja. Ich hab's aber auch so abgezogen. Ich hätte sie so abgezogen. So. Bei mir fährt er halt einfach langsamer, wenn ich es nicht gedrückt halte. Läuft irgendwas schwer bei mir. Dir? Ich? Zeig dir Mittelfinger. Ach so, okay. Ja, weil das die feststellt, weil das Caps Lock ist. Das ist Lock, das musst du einmal drücken, dann ist es fertig. Dann sprintet der Dauer. Ach man, schon wieder der dritte. Sollte man zumindest. Also irgendwie liegen wir die Rennen nicht. Ja, nicht liegen, sondern fahren. Oh. Ach, da. Zwei Deppen, danke. Echt so.
bitte kein... Muscle-Kamikaze. Diese, ach, Manu. Diese Titel sind echt... Sind echt. Bei mir steht Muscle in. Ja, aber Muscle-Kamikaze. Ich bin bereit. Ja, zwei Runden klingen ganz gut. Die Schultern, ich hab einen Pfeil in der Schulter stehen. Ah, die klingen rund. Hat wahrscheinlich jetzt keiner verstanden, was der Basti wieder vor sich her genuschelt hat, aber... Hm. Ich hab gemeint, ich hab einen Pfeil in der Schulter stecken. Doch weh, oder? Warum? Keine Ahnung, weil der Bogenschütze auf mich geschossen hat. Willst du denn schon wieder? Mountain Blade. Ach so. Hat er auch gesagt. Ja. Ich hab's gesehen, aber... Ich hab's auch gesagt. Ja. Ich hab's gesehen, ich hab's auch gesagt. Ja. Ich bin fast tot, bitte. Jo, jetzt zwei gegen mich oder was? Willst du mich verarschen? What the fuck, der Richard? Was? Paul, hast du auch unsere coole Lackierung als Streifen? Unsere coole Farbe, ja. Ich auch. Oh, Richard! Ach, Paul. Tut das denn gut? Was denn? Dass du mich durch die Wand schiebst. Jo. Oh, wir haben uns ziemlich synchron gedreht. Aktionsverlust. Oh, das ist Grünstreifen. Hätten sie schon rauslassen können. Nö. Oh, diese Laternen. Weil du dieses auch hingekommen hättest, wenn die Laterne da nicht gewesen wäre. Ja. Okay. Alter, diese Kurven. Oh, dieser Paul. Weißt du, ich fahr geradeaus. Richard fährt gegen mich und beschwert sich. Wer hätte jetzt davon vielleicht mit Kurve fahren können? Machen wir erstmal. Oh, neue schnellste Runde. Wer es nur kommt. Vielleicht werde ich das erste Mal das Rennen fahren. Ist eigentlich aufholen an. Ja. Ja. Ernsthaft, ich bin in einem Checkpoint vorbei. Mhm. Ich bin eben auch an einem vorbeigefahren. Alter, wieso? Wieso, Herr Otto? Wieso? Dreht sich das jetzt einfach ein? Oh, der Jens. Du hast mich doch gesehen. Lenk doch einfach weiter. Hab ich schon. Mein Auto zieht nach rechts. Oh, oh, Inseln, Inseln, oh. Ui, 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 ui. Diese Muscle Cars, die haben schon. Gehen quer. Da ist man auf der Hinterachse. Mhm. Ein bisschen. Drehmoment. Viel Drehmoment. Wie bei Grip, das Länderduell gegen Norwegen? Schweden? Schweden, glaube ich. Mit den LKWs. 5000 Newtonmeter Drehmoment. Wow, oh, Mama. Sind viele. Bei 1100 PS. Auf der Hinterachse. Och, Richard. Hey. Die können nicht Vollgas aus dem Stand starten, weil das sonst das Getriebe schreddert. Die müssen immer fliegend starten.
Wenn du das Ding Vollgas aus dem Stand beschleunigst, dann hast du nur noch Mehl im Getriebe.